So, willkommen zurück zu Drakensang! Genau, wir sind in Furmansheim, haben beim letzten Mal sogar einiges geschafft, ausnahmsweise sogar mal. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass hier jemand in diese Kanalisation gegangen ist und da wollen wir natürlich mal helfen. Wir haben letztes Mal ein bisschen Schlossknacken geübt. Geübt ist das richtige Wort, denn viel rausbekommen ist dabei nicht. Wir müssen nämlich immer noch ein Schloss öffnen, dieses eine Schloss, was ich irgendwie nicht gefunden habe. Und na gut, jetzt gehen wir in die Kanalisation, jetzt wo wir eh keine Dietriche mehr haben oder ähnliches. Es ist nämlich alles weg. Nix. Nicht einmal ein... Ärgerlich. Wir könnten mal probieren, bevor wir hier reingehen, uns das selbst zu basteln. Denn man kann ja mit hier koscher Stahl und Kohle sich Dietriche selber machen. Jetzt gucken wir mal, ob man hier irgendwo... Ja, Strunkbert. Ich muss mal mein Headset ein bisschen besser machen. So. Angenehmer. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier mit dem Typen reden können. Hallo. Der Schmied von Fuhrmannsheim steht euch zur Verfügung. Aber beeilt euch. Ja, ja, ich mir geht's schnell. Was sagst du denn? Koscher Stahl, 2x9 Silber. Ist ja richtig billig, denke ich mal. Ja, kann man machen. Kaufen wir mal. Ja, ein Ding. So. Den bekommt jetzt, also die Kohle. Und hier. Und das, da bekommt der Vorgrim. Denn der ist der Einzige, der schmieden kann. Du, schmied mal. Halt, Moment. Talente. 85 ist er. Nicht. Kann nicht höher. Gut, Dietriche. Achso, geht sogar. Talentwert 8 läuft. Och. Jetzt anwenden. Jetzt haben wir wie viel? 10. Nee. Menge 10. 20 Stück. Oh. Yay. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder richtig schöne Dietriche. Wunderbar. So, dann können wir nämlich noch das Schloss öffnen. Flupp, das tust du dir mal dahin. Und du, die Fingerfertigkeit machen wir gleich. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück in den Keller. Ja, das will ich schon beenden, ne? Weil, das ist halt so, im Hintergrund liegen zu lassen, ist auch wieder blöd. Nicht, dass da wieder heißt, du hast die Quest nicht abgeschlossen. Das wollen wir natürlich nicht. Meint, das werden wir jetzt beenden und die Belohnung einsacken. Der koscher Stahl. Hätte ich mir eigentlich teurer vorgestellt, nicht so billig. Können wir vielleicht nochmal meinen. Nein. Geht noch irgendwas höher? Blitz dich find, können wir mal hier hochballern. So, schließlich ein neuer Zauber. Den tun wir mal. Da lassen. Okay, Reiter. Kellergewölbe. Zurück in die Dunkelheit. Alles, was Schuppen hat, findet ihr hier. Das ist sehr schön für die, die Schuppen mögen. So. Kellergewölbe. Ich weiß nicht, ihr seht das zum Glück nicht, sonst hätte ich die Aufnahme schon längst unterbrochen. Ich habe nämlich so lustige Flimmerbalken in meinem Bild. Das ist aber auch das einzige bei Drakensang irgendwie. Seitdem ich meinen Rechner wieder an meinem leibhaftigen Standort habe, habe ich dieses komische Flackern. Ich habe schon geguckt, ob die Kabel nicht richtig sitzen, aber das geht mir gehörig auf die Nerven. Ihr seht das zum Glück nicht, ja. Auf der Aufnahme ist es nicht mit drauf. Und bei anderen Spielen ist es nicht so. Es ist nur bei Drakensang irgendwie. So, jetzt müssen wir noch eine Kiste suchen. Die letzte Kiste. Mal gucken, wo die ist. So, die hat noch wie lange? 36 Sekunden, wir müssen 3 Sekunden schaffen. 3 Sekunden. Ist hier vielleicht eine Kiste? Halt, da ist noch irgendwas. Ah ne, da sind wir hergekommen. Okay. Eine Kiste noch. Die ist schon offen. Die ist auch schon offen. Die sind alle offen. Offen. Tja, das wird jetzt eine lustige Aufgabe, diese Kiste zu finden. Wo soll ich denn wissen, wo die Kiste ist? Das ist vorbei. Okay, ich sehe vielleicht noch irgendwo eine Kiste, die ich übersehen habe. Ey du, wo geht's weiter? Viel Spaß beim Finden der restlichen Embleme. Ja, danke. Ist drauf schon. Ey, Mensch da. So, hier ist aber auch nichts drin. Gut, da gab es noch einen Raum, um mal Kisten zu schlagen. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Aber ich übersehe nichts. Ich darf das nicht übersehen. Ich bin zu gut dafür. Ich bin ein Pro-Let's Player, da passiert mir sowas nicht. Truhe, das ist offen. Hab ich irgendwo vielleicht so ein Ding liegen lassen? Kann natürlich auch sein. Nein. Hier, guck, hier habe ich diese Flimmerbalken. Was auch immer das soll. Ich check's nicht. Habe auch schon geguckt, ob meine Sample-Rate zu hoch liegt. Liegt bei 60 Hertz, das ist normal. Habe ich jetzt Sample-Rate gesagt? So eine Scheiße. Oh mein Gott. Ja, die Bildwiederholfrequenz meine ich natürlich. So. Aber hier ist auch keine. Oh Mann, da haben wir eine Kiste übersehen. Jetzt sehe ich sie. Töte sie. Und du. Halt. Du, Fingerfertigkeit, da drauf. Auf sie. Mach schon. Und du? Alles klar. Benutzt dann, sobald du die Fähigkeit hast. Komm schon. Gib's hier. Dankeschön. Nimmst du diesen Dietrich und machst die Truhe auf.
Und schaffst es auch. Dankeschön. Ja. Gutes Kind. Yay. Jetzt haben wir alle. Und jetzt können wir zu unserem Freund gehen und das Letzte abgeben und bekommen eine dicke, fette Belohnung. Ich hoffe zumindest, dass sie dick und fett ist. Ja, dick und fett ist gut. Also zumindest bei Belohnungen. So. Da war die letzte Truhe. Das heißt, wir sind gleich über die Bänke. Können wir nicht gehen, gell? Nee, die sind ja viel zu hoch. Da könnte man stolpern und sich das Genick brechen. Steht hier? Das Genick. Da macht man keine Scherze drüber. Und man läuft da nicht drüber. Man geht einfach dran vorbei. Und wir gehen jetzt zu unserem Kuano. Alter, Leute, ich habe jetzt 2 Wochen nicht mehr aufgenommen. Nee, eine Woche. Ich kenne die Stimmen nicht mehr. Also nicht wundern, wenn ich auf einmal anders mit den Leuten hier agiere. Hallo. In. So, ich habe Embleme. Oh, ein Embleme. Ja, sehr schön. Das waren dann alle Embleme. Gratulation, ihr seid wahrlich ein Meister eures Fachs. Ich werde auf jeden Fall mit unseren Plänen berücksichtigen. Wer weiß, vielleicht habe ich schon bald einen Auftrag für euch. Das ist doch super. Also, lasst es euch ab und zu mal hier blicken. Das ist super. Ich habe zwar eine Belohnung erwartet, aber Dankeschön. Jetzt habe ich wieder 17 Punkte. Das ist ja herzallerliebst. Damit kann ich nicht viel anfangen. Doch, hier. Oh. Wow. Gassenwissen. Ich hau mal das da hoch. Könnte nicht schaden, glaube ich. Was bringt denn das eigentlich? Oh, ich muss nicht bezahlen müssen. Aha. Erkannt das von Ausländern ohne dieses Talent. Okay. Interessant. Das ist also eher für... Ja, so Kleinigkeiten, die man entdecken kann, ist aber auch gut. Kleinigkeiten, die man entdecken kann, sind immer gut. Ein kleines Easter-Deck oder so. So, jetzt können wir aber endlich in die Kanalisation gehen. Ah, Matrotz, was bringt eigentlich das da? Ups. Okay, mach's einfach. Ja. Was auch immer das Armatrotz ist, ich gucke jetzt einfach mal nach. Armatrotz. Oh, Rüstungswert wird erhöht. Ja, das ist ja sehr schön. Erhöht, vor allem erhöht. Okay, wie viele Punkte hat sie? Ich will mal ein bisschen aufwerten hier. 85? Da kann man nichts machen, ne? Säbel ist schon auf maximal. Okay. Was noch? Das ist eine Herrschung. Naja, gut, das ist jetzt nicht so. Das war 85, da kann man natürlich mal hier drauf packen. Ja. Und du, 20. Machst du mal das Feilschen hoch. Kann ich schaden. Etikette, das ist auch immer gut, wenn man sich ausdrücken kann und vor allem sich wohlhabend geben kann. Also hier in einer bestimmten Umgebung. Also wenn man reden kann einfach. Gut, raus hier. Ich bin fertig. Also dieses Flimmern, das ist schon echt nervig. Gut, dass ihr das nicht sehen müsst. Sonst hätte ich mir was einfallen lassen müssen. Gut, so kann muss ich halt damit leben und mich darüber aufregen. Aber gut. Bestimmt ist mein Bildschirm wieder im Arsch. Das kann doch nicht sein. Das ist 1 Jahr alt. Nee, 2? 1 Jahr? 2. 2 Jahre. 2 Jahre erst. Macht das schon so eine Mocken. Aber wie gesagt, das ist nur bei Tragen, also irgendwie, keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe hier so einen dumpfen Gedanken, den muss ich mal weiter verfolgen. Vielleicht ist der der Richtige. Weil, es wird immer vor das Spiel beginnt, dieses Intro abgespielt, ja. Und es wird bei mir auch nicht richtig angezeigt. Das hat auch so irgendwie so einen Grafikfehler. Aber, ja, weiß nicht, es ist einfach irgendwie komisch, wird komisch angezeigt. Oh! Hallo, wie geht's dir denn? Machst du ein Schläfchen, hä? Hast Ketchup verschüttet? Das kannst du dann wieder aufwischen. Oh Gott, nein, das ist kein Ketchup. Das ist Blut. Was hast du bei dir? Ein Opferliste. Sehr schön, das wollte ich schon mal haben. So, Ja, das ist eine gute Idee, aber wo muss ich hin? Schon eine Idee? Da lang? Oh Gott, das sind zu viele Wege. Ich mache erstmal das Fass hier kaputt. Beruhigung. Oh, guck mal, cool, Mutti. Ich glaube, wir gehen jetzt mal dahinter. Erstmal hier das Fass zerstören. Eins. Rostige Nägel sind immer gut. Okay. Ich bin ja falsch. Ich bin ja definitiv falsch, oder? Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt einfach diesen Weg entlang. Er wird uns schon zum Elend führen. Zum Sieg, meine ich. Zum Sieg. Ratten, oder? Ratten. Ja, natürlich Ratten. Was auch sonst. Ja, super gemacht. Schlag sie mal. Trifft sie alle nicht, oder? Das ist alles so gut. Ich hoffe, keiner wird vergiftet. Hau doch mal so ein Ding rein. Ja. So ein Ding ist immer gut. Okay, sie ist tot. Hör auf. Sie ist tot. Du brauchst nicht mehr draufhauen. Das ist unhöflich. Okay, wo sind wir? In einem Keller. Oh, guck mal, die kannst du stören. Hey, da ist ein Ausrufezeichen drauf. Ah, geht nicht mehr durch hier. Erstmal hier die Fässer zerstören. Und jeglichen Scheiß mitnehmen. Das Fass war da drüben, aber ist okay. So, her mit dem ganzen Quatsch.
Ein Risquant. Guck dir das an. Guck dir das an, wir haben ein Geheimnis entdeckt. Später vielleicht. Hier ist noch was. Wow, da wurde gerade Musikänderung. Das war das super Überlappung der Musik. So wie man sich das wünscht. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ich muss mir ganz kurz angucken. So, okay. Ist nicht allzu wichtig. Hier ist noch was gewesen. Ja, hier ist noch was gewesen, das werde ich nicht übersehen. Okay. Dunkel und trübsinnig. So wie ich es mag. So muss es sein. Ich bin definitiv falsch, oder? Aber die Gittertür ist verschlossen. Hey du, mach's mal auf. Das bin ich. Das bist du, genau. Mach mal auf. Bam. Spielend. Ja, das ist tatsächlich schwer, so eine Tür zu öffnen. Los, haut doch mal rein hier. Ich nehme euch mal alle. Kommt mal mit. Hier sind noch mehr Ratten. Tut was. Macht diese Plage weg. Das war ja super. Das hast du schon erwischt gehabt. Der Speer steckt schon im Kopf. Hallo, mach doch mal was. Wenn ich durchsuchen. Okay, du durchsuchst nicht. Gut so. Guck mal, die backt. Ist der Herr so der Liebste. Oh, sie backt nicht mehr. Bam. Komm doch, haut doch mal rein hier. Zack. Genau so. Fässer zerstören. Holz. In so einem Fass. Oh Mann. Hätte es reingepasst. Oh, so viele Fässer. Sehr schön. Was ist Scheiß. War das jetzt Belmart? Ne, Gulmund, ne? War Gulmund. Okay, das nehme ich nicht. No, Belmart Blitz. Oh, so viel Ulmenholz. Das ist ja der Wahnsinn. Was will ich mit dem ganzen Holz? Wie kriege ich das überhaupt alles in meine Tasche? So viele Fragen und keine Antworten. Wir gehen jetzt erstmal in diesen Raum hier drüben oder gehen wir erstmal zum Ausrufezeichen zurück? Ich bin gerade sicher. Wir gehen hier rein. Wir gehen hier rein! Und erleben kein blaues Wunder. Da ist es ja schon, das blaue Wunder. Es ist weiß. Grau? Oder grau? Töten. Das auch. Gib mir das Zeug. Dankeschön. Okay. Dann ist hier noch was. Ja, aber das Zeug. Oh, so viel Holz. Wie viel haben wir denn jetzt? 97. Ne, 79. Ups. Ja, 97 wäre natürlich auch schön. Okay. Müssen wir jetzt hier rein? Ich will da nicht hin. Das ist eklig und dreckig. Okay, hier geht's eh nicht weiter. Auch gut. Dann ist er ja endlich eine Sackgasse. Und wir können umkehren. Sehr schön. Kommt mal mit jetzt, drei anderen. Die drei beiden. Hä? Geht gar nicht. Okay. Entschuldigung. Hm. So. Ah, lalalalala. So langsam geht auch mein Zauber zu Ende. Genau jetzt ist er zu Ende. Nein. Diese komischen knisternden Dinger um meinem Körper sind weg. Okay, was ist jetzt hier drüben? Jetzt kommt andere Musik, oder? Ja. Mysteriös. Eine merkwürdige Melodie. Ein Gesang. Oh, Bärenfalle. Es ist so dunkel hier drin. So wahnsinnig dunkel. Ich sehe nichts. Nur seine Truhe und Fässer. Und in der Truhe ist Zeug. Viel Zeug. Hier ist noch was. Ich sehe es nur durch mein Schwert, das ist meine Maus. Und deine Maus ran. Gut, gut, dass wir nicht reingetappt sind. Das hätte schmerzhaft sein können. Okay, dann haben wir hier alles. Und es wird wieder heller. Sehr schön. Gut, jetzt gehen wir den offiziellen Weg. Wir hätten schon wahrscheinlich schon alles durchhaben können, aber... Also jetzt kommen hier wahrscheinlich so Kommentare wie... Oh, du bist so langsam. Ich bin schon dreimal fertig geworden mit dem Spiel in der Zeit, wie du hier verplemperst. Ich verplemper sie nicht. Doch, tue ich. Okay, ihr habt recht. Ich verplemper zu viel Zeit. Ey, guck mal. Gerade eingesehen, ich verplemper zu viel Zeit. Was mache ich erstmal fast? Ah, guck mal, noch eins. Erstmal Fässer zerstören hier. Ich weiß, da ist nicht viel Wertvolles drin, aber wenig Wertvolles ergibt irgendwann doch mal einen Wert, ne? Wenn ich hier tausend solche Dinge verkaufe, ne? Ist doch irgendwann mal. Lohnt sich das doch. Gut. Jetzt sind wir wieder auf dem offiziellen Weg. Glaube ich. Hoffe ich. Da ist ein Fass. Zerstören. Ups. Danke. Öffnen. Seife. Seife? Seife? Was ist Seife? Ne, die Blutspur geht außerdem hier lang. Wir sind, vollkommen richtig. Hey, wer seid ihr denn? Bleibt doch mal her. Ja, ja. Ne, ganz sicher nicht. Ich renne hinterher jetzt die ganze Zeit. Konstant. Sobald wir das Fass zerstört haben. Hey. Zerstör's. Meins. Alter, so viel Kohle, wie haben wir denn jetzt eigentlich schon? Kohle, 14 und...
und, 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 und. 14 und